Moin Moin und herzlich willkommen auf mybodymind.de. Mein Name ist Dominik Barkow, ich bin Personal Coach und werde euch heute etwas erzählen über den Hollow Body Hold. Viel Spaß! Der Hollow Body Hold ist eine absolute Standardübung für die Rumpfmuskulatur, für die komplette Core-Spannung. Ihr braucht die Übung zum Beispiel für Liegestütz. Ihr braucht die Übung auch, um die Hohlkreuzposition im Plank zu vermeiden. Und die Hollow Body Position sollte eine Basisausgangsstellung für das Training im Klimmzug sein, um die Hohlkreuzposition zu vermeiden und insgesamt halt eine gute Grundposition einnehmen zu können. Außerdem trainiert ihr damit eure gesamte Core-Muskulatur, wie gesagt. Ihr seid damit deutlich effizienter, als wenn ihr in den Sit-Up geht, weil ihr halt viel zielorientierter trainiert, dadurch, dass die Core-Muskulatur in der Bewegung euren Körper stabil halten soll und ihr ja wie bei einem Sit-Up eigentlich versucht, in eine Position reinzukommen, die euch nach unten zieht. Das, was man eigentlich nicht will, dass sie einen zusammenzieht, sondern dass man quasi eine gerade Struktur im Körper bekommt. Das Ganze wird damit trainiert. Ist tierisch schwer, wenn man die richtig ausführt. Man kann die sich absolut leicht schummeln, dann ist er einfach. Probiert das Ganze mal aus. Ich bin auf eure Kommentare und auf euer Feedback gespannt. Viel Spaß. Der Hollow Body Hold. Ihr werdet nun im Folgenden sehen, wie ich die Übung einmal korrekt ausführe. Die Beine verlassen den Boden, die Schultern heben ab, die Arme sind ausgestreckt, das Kinn ist zur Kehlgrube und ihr seid in einer isometrischen Position. Ihr haltet also einfach diese Körperspannung, bildet eine leichte U-Form und versucht so lange wie möglich in dieser Form zu verweilen, ohne rumzuschummeln. Wenn ihr fertig seid, absetzen das Ganze 20, 30, 40 Sekunden, je nachdem wie lange ihr es schafft, halten. Vermeidet bitte ins Hohlkreuz zu gehen, indem ihr die Bauchmuskulatur anspannt. Ihr sollt mit den Händen nicht mehr unter den Rücken fassen können. Die Lendenwirbelsäule ist an den Boden gepresst. Das Ganze erreicht ihr über eine Kippung des Beckens, indem ihr das Becken nach hinten kippt und somit die Rumpfmuskulatur bzw. gerade die gerade Bauchmuskulatur aktiviert und damit Verletzung vermeidet. Ein nächster schöner Fehler zum Schummeln ist das zu hohe Ansetzen der Beine. Dadurch, dass ihr die Beine nach oben zieht, habt ihr deutlich weniger Spannung auf dem Core. Das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen den Core belasten. Denkt auch hier bitte ans Hohlkreuz. Die Füße bzw. die Beine sollen so nah wie möglich über dem Boden verweilen. Und auch hier sollt ihr genug Spannung im Körper behalten. Nächster Fehler ist das Überstrecken des Kopfes. Man kann dazu auch noch super hässlich die Augen zusammenkneifen, wie ich in diesem Fall. Bitte überstreckt den Kopf nicht, sondern führt den Kopf in Richtung Kehlgrube. Ich übertreibe das in der Darstellung ein wenig, aber ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Jetzt hier seht ihr nochmal die korrekte Kopfposition beim Anheben der Schultern. Womit wir jetzt zum nächsten Fehler bzw. dem nächsten Thema kommen, wo ihr schummeln könnt. Hier jetzt mal richtig dargestellt. Die Schulterblätter verlassen den Boden und nicht wie hier, dass die Schultern locker auf dem Boden liegen, weil ihr da keine Spannung im gesamten Körper habt und euch eigentlich eher in einer ausruhenden Position befindet. Das wollen wir nicht. Als nächstes kommen wir zum Thema Atmung. Ihr könnt natürlich während der ganzen Übung den Atem anhalten, aber je länger ihr die Übung durchführt, desto anstrengender wird das. Ihr werdet einen hochroten Kopf bekommen und euer Körper wird sich merken, das ist nicht unbedingt die beste Ausgangsposition, um entspannt im Alltag durch die Welt zu gehen. Deswegen gleichmäßig durch die Nase ein- und ausatmen, während ihr die Übung praktiziert, auch wenn es euch schwer fallen sollte. Wenn ihr alle Tipps befolgt, dann habt ihr eine super geile Übung für die Core-Muskulatur. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben für das Video, damit auch andere Leute das Video finden können. Abonniert meinen Kanal, falls ihr daran interessiert seid, neue Videos von mir sofort zu sehen. Ansonsten findet ihr hier zwei meiner weiteren Videos. Ich bin raus.